Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Neue Folge. Doch zum Kampf gegen Pfarrer in der IDPL. Ja, gegen die Moon Pfarrers Awakening. Genau. Heute soll endlich mal der erste Sieg kommen. Und das soll passieren mit unserem Choice Bags, Oricory of Fire, Beulenhelm oder nee. Leftovers oder Beulenhelm? Tentantel, keine Ahnung. Pliprin, was einfach nur tanky ist, was ich festgestellt habe und eigentlich besser ist als manch anderes Evoli-Pokémon. No shame to you, Chanera, aber nein. Dann haben wir ein Skarfgengar, was im Late aufräumen soll. Ein Choice Band Azumarill, was auf jeden Fall Damage kloppt. Und ein Groink, was einfach nur speziell tanken soll. Und ich würde sagen, bevor wir lange Umschweife machen, starten wir den Kampf. Ja, ich weiß, ich wollte es live machen, aber. Was soll's? Ich starte hier mit meinem Pliprin, weil ich dachte, die Tarnsteine zu haben wäre nicht schlecht. Und zudem denke ich, dass er instant mit seinem Demeteros lieben wird. Und er sieht, dass ich mit meinem Plimpher leade und wird wahrscheinlich das Defog, den Defog predicten. Und ich dachte, okay, du rückst einfach mal Eisstrahl, damit hast du nichts zu verlieren. Und wir sehen, es kommt sein Bisaflor. Und es hat mir schon gezeigt, warum Bisaflor. Ich schätze mal, das hat mir schon gezeigt, dass das trotzdem sehr speziell defensiv ist. Ich gehe mit Pliprin raus und dachte mir, okay, ich gehe mein Tentantel. Tentantel ist so der Komplett-Counter zu Bisaflor, auch wenn Bisaflor potenziell HP Fire kann. Aber ich dachte mir, okay, eigentlich tanke ich zwei, auch auf 95% und es kommt die erste, ja, die habe ich noch überlebt. Und ich dachte mir, okay, das war schon, ja, eine Mid-Roll, die er dort bekommen hat. Ich dachte mir, okay, nächste bleibst du safe. Jetzt drückst du Notsituation. Notsituation wäre so gut gewesen. Aber er kriegt Max Damage. Und das ist also, oh, okay. Passiert, sind Rolls, keine Hex. Ist leider so. Ja, Notsituation auf diesem Bisaflor wäre echt nicht schlecht gewesen. Ich gehe jetzt hier instant in Oricorio und ich dachte mir, okay, du drückst U-Turn. Egal was reinkommt, du drückst erstmal U-Turn. Und er geht in seinen Gudra, was ich dachte, das sollte das gleiche Gudra wie aus unserem Hinkampf sein, also das Ding mit dem Assault Vest und so weiter und so fort. Deshalb gehe ich jetzt hier auch instant raus auf mein Groink. Nicht, ich gehe auf Pliprin. Warum auf Pliprin? Ach genau, ich wollte sehen, was das Ding mir macht. Und er geht hier raus auf sein Dingeskirchen, weil er wahrscheinlich Angst vor dem Toxin hatte, aber. Ja, nee, Toxin, okay, aber Eisstrahl war halt sicherer. Und ja, jetzt kann ich natürlich nicht drin bleiben. Und mein Switch-In für das Ding ist leider tot. Das bedeutet, ich gehe einfach mal an Grumpig und Grumpig soll einfach auch das Ding ein bisschen wollen. Synthese, wo obvious, dass sie kommt. Und ich dachte mir, okay, der Wechsel ist auch obvious. Du drückst jetzt hier Donnerwelle. Und ich habe auch Donnerwelle gedrückt. Und es kommt Cherox, jetzt mag man vielleicht denken, ja, Cherox ist eh nicht so geil. Aber Leute, Cherox hat einen 75er Speedbase. Gar nicht so dumm. Und ich dachte mir, okay, der geht hier mega, also der geht hier mega und killen kann er mich nicht. Und du gehst jetzt auf HP Fire und ich gehe die Paare und dachte mir, okay, nett, aber wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich damit echt nur den Speed lower haben. Er geht jetzt wieder in Zirconis oder sein Gudra und ich dachte mir, okay, da wächst es schon. Obvious, du gehst mal wieder auf Donnerwelle. Und jetzt habe ich schon zwei, sechs Pokémon paralysiert und dachte mir, okay, das ist nicht schlecht. Problem ist, ich habe hier keine Psychokinese drauf. Ich habe hier nur HP Fire. Und er toxic mich. Und als ich das gesehen habe, dachte mir, ja, das, also Assault Vest kann das Ding schon mal hier nicht mehr sein, das da drüben. Aber es macht trotzdem extrem wenig Schaden und ich dachte mir, okay. Das Ding, ja, müsste gesagt nicht, es sollte vestet. Und ja, ich habe mich mit dem Wechsel gerechnet und ich dachte, vielleicht geht er raus, aber er bleibt drin und denkt, dass ich rausgehe wegen Toxin, aber nein, ich habe ein, erstens aktiviert sich noch meine Bäre und zweitens habe ich Rest drauf, mit, also ich drücke Rest. Und das Problem war, ich habe kein Sleep Talk. Ich habe kein Sleep Talk. Das war das Problem, was ich hatte. Und ich kriege hier wieder die Para. Und die hat schon ein bisschen gemeldet, dass er die Para bekommen hat. Und jetzt geht er hier Manaphy. Weil Groing ist halt leider trotzdem Free Setup. Und ich schlafe zwei Runden. Und ich dachte mir, okay. Also, dieses Manaphy geht jetzt erstmal auf plus 3. Das ist okay. Und ich
drück, ich überlebe safe eine Attacke, auch ein Surfer, also gehst du auf Donnerwelle, weil Donnerwelle ist das Beste, was du machen kannst. Hier kommt der Surfer, den tanke ich sogar noch ganz gut. Und nein, was gut ist, tut. Gehe auf Donnerwelle, hab diesmal Glück, dass sie nicht daneben geht. Und ja, jetzt drücke ich hier Recycle. Eigentlich hätte ich Rest drücken sollen, aber ja, so habe ich meinen Groin einfach nur abgeworfen und das war dumm. Das war dumm. Warum habe ich Recycle Rest gespielt? Keine Ahnung. Und ich dachte mir, okay, du gehst jetzt hier in Azumarill und drückst einfach mal Knuddler. Und er ist paralysiert. Ich dachte mir so, oh, das Ding ist noch schneller. Das ist natürlich blöd. Ich gehe auf Knuddler und er macht sehr guten Damage. Und ich dachte mir, okay, Energieball, dass er drin bleibt, zeigt mir, dass er einen Energieball hat. Und ich wollte eigentlich erst in Oricorio gehen, habe mich aber doch dagegen entschieden. Geh jetzt hier mein Oricorio und drück hier nicht den Hurricane, sondern den Revelation Dance. Warum? Erstens bin ich Specs und zweitens habe ich einen Kalk gehabt. Oh, warte mal, das zieht ja 40%. Aber ich habe vergessen, den Typen einzustellen. Bei Oricorio, bei Revelation Dance. Das musst du nämlich vorher machen. Es ist einfach so, warum wird es nicht voreingestellt? Und jetzt ist er ein bisschen greedy und will auf das 6-0 gehen. Und ja, es bestraft ihn das Scarf Gengar, was schneller ist als sein Whitebeard. Natürlich rechnet er hier mit dem Shadow Ball, aber wie gesagt, es bringt ihm nichts, dass er Scarf ist, weil ich bin auch Scarf und töte somit das Pokémon und habe ihn somit bestraft, weil er auf dem 6-0 wollte. Und jetzt ist es nur noch maximal ein 5-0. Jetzt geht er hier an Bisa verloren. Ich dachte mir, oh, ja gut, es ist rum. Ich bin Scarf. Krieg hier zwar ganz guten Damage, aber ja. Und seht ihr, wäre jetzt die Notsituation draußen gewesen, es wäre nicht schlecht. Bisa Flor wäre nicht mal in die Tarnstelle gekommen. Es wäre schon keine schlechte Ausgangssituation. Und jetzt wechselt er hier raus, was ich nicht verstehen kann. Geht im Manaphy, opfert es. Und jetzt steht es noch 4 zu 0. Das bedeutet, das 6 zu 0 Zeug wurde noch mehr bestraft. Aber kann mir jemand den Zug erklären? Jetzt geht er hier in Xerox und drückt Bullet Punch. Und ja, den tanke ich halt noch. Und ich kann ihn aber mit Spukball rausnehmen. Und somit ist es nur noch ein 3 zu 0. Leute, also erst, es stellt mir drei Fragen. Also zwei Fragen stelle ich mir. Warum geht er in Manaphy? Bisaflor hätte das Matchup auf jeden Fall gewonnen. Bisaflor hätte mich in die Range bringen können von einem Bullet Punch von Mega Xerox. Hier wechsle ich nochmal aus, weil es eher auf sein Headbutt oder so geht. Aber nein. Und ich sehe, er ist gelockt. Was heißt gelockt? Er ist live. Ob da dachte ich mir, ja gut, das ist rum, das Game, das ist rum. Aber ja, wie gesagt. Also greedy werden auf Ergebnis spielen ist halt nicht so eine Sache. Ne? Also. Ich habe es bis jetzt immer bestraft. Außer bei Phoenix. Aber dagegen, das ist eine andere Geschichte. Den Spieltag zähle ich nicht dazu, weil das war einfach kein gutes Spiel. Und ja. Wo war ich? Ach, genau. Ja, er wollte ja auf das 6-0 gehen und es ist schlussendlich ein 13-0 geworden. Also, Leute, Ergebnis spielen nur, wenn wirklich nötig. Gut, er hat es nötig. Er müsste eigentlich mit dem 6-0. Ja, aber ich bin trotzdem kein Fan von Ergebnisspielen, weil ich habe es einmal selber gemacht, muss ich offen zugeben, und es war eigentlich auch mehr als riskant, weil, ja, ich brauche das nicht zu erklären, weil er hätte mich potenziell noch sweepen können, also ja, bin ich halt auf das 6-0 gegangen. Oh, guck mal an. Barry spielt CSGO. Das sollte ich vielleicht zensieren. Nicht, dass ihr ihn dann alle auf Steam endet. Das mache ich. Na, weil das sieht ja gar nicht. Bin ich dumm. Ja. Wie gesagt, ich habe es bis jetzt mal bestraft. Und ja, macht's einfach nicht. Ich finde es nicht gut. Ich finde es echt nicht gut. Das soll nichts gegen ihn heißen. Also, Playstyle oder so. Ich nur meine Meinung dazu. Wie gesagt, ich finde es nicht so gut. Es wird meistens immer bestraft. Es gibt Ausnahmen, aber würde ich sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns am dritten Spieltag gegen Pursuit. Und ja, wir werden sehen, wie das ausgeht. Bis dann und ciao.